Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Geodatenverarbeitung mit Node-RED. Mein Name ist Sebastian Bechtold. Ich bin hier in einer Doppelrolle als Mitarbeiter sowohl des Vereins GeoNet MRN als auch der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, weil beide Organisationen an dem Projekt, über das ich heute erzählen möchte, in einer Kooperation gearbeitet haben bzw. arbeiten. Ich werde in diesem Vortrag nur von Teilen dieses Projekts Geodatenverarbeitung mit Node-RED sprechen, die beim Verein GeoNet MRN im Rahmen des MFAND-Projekts X-Data2Go Experimentierfeld digitaler Straßenraum erarbeitet worden sind. Der MFAND ist ein Forschungsförderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, bei dem wir uns hier bei dieser Gelegenheit ganz herzlich für die Unterstützung bedanken möchten. Kollegen von der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH haben weitere Teile zu dieser Node-RED-Erweiterung beigetragen, über die ich allerdings nicht allzu viel erzählen kann, da ich die im Detail selbst nicht kenne. Zunächst mal, was ist Node-RED? Node-RED ist eine Entwicklungs- und Laufzeitumgebung für visuelle Programmierung. Visuelle Programme sind Programme, die nicht in klassischen Programmiersprachen in Textform geschrieben werden, sondern grafisch erstellt werden, ähnlich wie mit einem Zeichenprogramm. Das heißt, man hat eine Oberfläche, auf die man per Drag and Drop mit der Maus Funktionsblöcke zieht und diese dann in der Reihenfolge, in der sie abgearbeitet werden soll, verbindet, sodass am Ende ein Datenflussdiagramm oder Prozessdiagramm entsteht, das von dem Interpreter der visuellen Programmiersprache ausgeführt werden kann. Node-RED besteht aus zwei Teilen. Das eine ist ein Web-Frontend, welches eben genauso eine Bearbeitungs- und Visualisierungsoberfläche für visuelle Programme bereitstellt. Und zum anderen aus einem Serverdienst, auf den die über die Oberfläche erstellten visuellen Programme hochgeladen und dann ausgeführt werden können. Die Ausführung kann entweder auf Knopfdruck durch den Nutzer stattfinden oder zeitgesteuert. Das heißt, man kann zeitliche Abstände einstellen, in denen so ein Programm wiederholt ausgeführt werden soll. Node-RED wurde ursprünglich von IBM entwickelt und ist seit 2016 ein Open-Source-Projekt. Es gibt eine große Sammlung von Erweiterungen für alle möglichen Anwendungsfälle, wobei Node-RED aber auch schon von Haus aus sehr viele Funktionsblöcke mit sich bringt, um beispielsweise Dateien zu lesen, zu schreiben, HTTP-Anfragen zu machen und vieles weitere mehr. Node-RED ist insbesondere in der IoT-Community sehr beliebt, was zur Folge hat, dass insbesondere IoT-nahe Technologien wie zum Beispiel das MQTT-Protokoll oder Zeitreihendatenbanken wie InfluxDB sehr gut unterstützt werden. Was hingegen bislang sehr schlecht bis gar nicht unterstützt wird, ist das Thema GIS. Und das ist genau der Punkt, an dem wir mit diesem Projekt angesetzt haben. Wir finden Node-RED super und wollten es für GIS-Zwecke verwenden, insbesondere zur Automatisierung von Prozessen, wo wir Geodaten in unterschiedlichen Formaten von unterschiedlichen Quellen, also verschiedenen Webservices, abfragen, herunterladen und daraus dann Geodatensätze erstellen, die wir beispielsweise mit GeoServer als WMS, WFS wieder publizieren. Hier ist nochmal ganz kurz eine Folie mit stichpunktartiger Aufzählung über die Vorteile, die wir in Node-RED sehen. Zum einen eben Modularisierung, Wiederverwendbarkeit von Code. Man schreibt einzelne Nodes mit klar definierter Funktionalität und klar definierten Schnittstellen im Vergleich zu Spaghetti-Code-Skripten, wodurch diese Teile halt eine maximale Wiederverwendbarkeit haben. Und durch die grafische Oberfläche erhält man außerdem einen Überblick darüber, welche Nodes, also welche Funktionsblöcke man schon mal implementiert hat. Man findet die leichter wieder. Und das Gleiche gilt auch für die bereits erstellten Prozesse, also Zusammenfügungen von Nodes zu Programmabläufen, weil es ja auch da einen potenziellen Wiederverwendungsfaktor gibt. Wenn ich einmal einen etwas komplexeren Flow erstellt habe,
der vielleicht dennoch eine recht generische Sache tut, das kommt recht häufig vor, dann kann ich diesen Flow schnell finden und einfach kopieren und gegebenenfalls Änderungen machen. Das spart alles sehr viel Zeit ein im Vergleich dazu, dass man quasi für jeden Use Case ein neues Skript schreibt, so wie wir das früher gemacht haben. Bevor ich gleich auf unsere konkreten Eigenentwicklungen zu sprechen komme, ein paar Worte darüber, wie man überhaupt allgemein Erweiterungen für Node-RED entwickelt. Node-RED ist in JavaScript geschrieben, sowohl der serverseitige Teil als auch der browserseitige Teil zwangsläufig. Der serverseitige Teil läuft auf Node.js und die Web-Oberfläche eben im Browser, beides als JavaScript-Programme. Das hat zur Folge, dass man auch Erweiterungen für Node-RED in JavaScript schreibt. Es gibt die Möglichkeit, auch andere Programmiersprachen zu verwenden. Da ist zum einen Python. Es gibt verschiedene Erweiterungen für Node-RED, mit denen man einen Python-Interpreter anbinden kann und Nodes in Python implementieren kann. Wir haben allerdings sehr schnell festgestellt, dass das Ganze mit starken Einschränkungen verbunden ist. Die für uns naheliegendste und auch leistungsfähigste Alternative zu purem JavaScript ist TypeScript. TypeScript ist eine Erweiterung von JavaScript. Jedes JavaScript-Programm ist ein gültiges TypeScript-Programm, nur eben umgekehrt nicht. Das heißt, TypeScript fügt zu JavaScript neue Sprachelemente hinzu. Wir mögen TypeScript und wir haben deswegen beschlossen, unsere Node-RED-Erweiterung in TypeScript zu schreiben. Das ist technisch überhaupt kein Problem, denn TypeScript wird per Compiler in normales JavaScript übersetzt und kann dann ganz gewöhnlich überall dort verwendet werden, wo man eben sonst mit normalem JavaScript arbeitet. Als Grundlage für unsere TypeScript-basierten Erweiterungen haben wir ein kleines Projekt realisiert, das wir Node-RED TypeScript Essentials genannt haben. Dahinter verbirgt sich eine abstrakte Klasse in TypeScript, die als Grundlage zur Entwicklung von Node-RED Nodes dient. Also jeder Node-RED Node, den man implementiert, ist eine Klasse, die von dieser Basisklasse abgeleitet wird. Diese Basisklasse wiederum ist letztlich ein Wrapper für die Node-RED Extension API und außerdem enthält diese Klasse auch noch einige von uns entwickelte nützliche Hilfsfunktionen, mit denen die offizielle Node-RED API erweitert wird. So, jetzt endlich zu den Nodes, die wir konkret entwickelt haben. Ich habe das auf den Folien mal aufgeteilt in drei Kategorien: Datenimport, Datentransformation und Datenexport. Zum Thema Datenimport haben wir vor allem drei interessante Dinge gebaut. Das eine ist ein Node, mit dem man Daten vom Mobilitätsdatenmarktplatz des Bundes, kurz MDM, herunterladen kann. Das zweite interessante Ding ist ein Node, beziehungsweise es sind konkret zwei Nodes für den Datenimport aus OpenStreetMap beziehungsweise von einem Overpass-API-Endpunkt. Da haben wir einen Node, der den eigentlichen Download macht. Der hat als konfigurierbare Parameter verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie eben zum einen die Endpunkt-URL und dann die Tags beziehungsweise verschiedene Filterausdrücke, die an diese Overpass-Abfragesprache angelehnt sind und über die man dann eben definieren kann, was genau man aus Overpass runterladen möchte. Und natürlich auch eine Möglichkeit, einen räumlichen Extent zu definieren, um die Abfrage räumlich einzuschränken. Das Ergebnis dieser Abfrage ist ein JSON-Dokument in dem spezifischen OSM-Overpass-Format. Und mit einem zweiten Node wird dieses Format in GeoJSON konvertiert. Und last but not least haben wir noch einen Node, mit dem man ebenfalls Straßenbaustellendaten von der Website Verkehrsinfo BW runterladen kann. Da kommt auch ein eigenes API-spezifisches JSON-Format zurück, das wir ebenfalls in GeoJSON konvertieren. In dem Fall aber, ich meine, mit einem einzelnen Node, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Die zweite Kategorie von Nodes betrifft Datenkonvertierung, wobei damit in
aller Regel gemeint ist, dass Daten aus irgendwelchen Formaten nach GeoJSON oder von GeoJSON in irgendwelche anderen Formate konvertiert werden. Der Hintergrund dafür ist, wir haben uns dazu entschieden, GeoJSON als internes Format für die Repräsentation von Geodaten zu verwenden. Was jetzt konkret die vorhandenen Nodes für Datenkonvertierung betrifft, haben wir zum einen, mit dem wir DATEX2 nach GeoJSON umwandeln können. Das ist die logische Ergänzung zu dem Node für den Download vom MDM, weil wir im MDM in allererster Linie an Straßenbaustellendaten im DATEX2-Format interessiert sind. Die werden mit diesem MDM-Download-Node heruntergeladen und dann mit diesem Converter-Node von DATEX2 nach GeoJSON konvertiert. Der zweite Konvertierungsnode wandelt CSV nach GeoJSON um. Das ist auch eine Sache, die man für einige Webdienste braucht oder auch wenn man mal Geodaten als statische Datei, als Excel-Datei oder eben allgemein als Tabelle von irgendwoher bekommt. Wir verwenden das Node-RED nicht nur in vollautomatisierten Prozessen, wo wir Webdienste abfragen, sondern wir verwenden es auch in einem eher manuellen Kontext, wo wir händisch eine Datei an eine bestimmte Stelle kopieren und dann einen Flow ausführen. Da kommt es häufiger mal vor, dass man eine CSV-Datei hat, die eingelesen und in GeoJSON konvertiert werden soll. Und am anderen Ende der Kette haben wir auch noch einen Node, der von GeoJSON als internem Verarbeitungsformat nach GeoPackage konvertiert. Was der konkret tut, ist, also GeoJSON kann ja gemischte Geometrietypen enthalten. Ein GeoJSON-Dokument kann Features von allen Geometrietypen enthalten, was bei GeoPackage-Layern so nicht möglich ist. GeoPackage hält sich da an die Konventionen der übrigen GIS-Welt und erlaubt pro Layer nur einen einzigen Geometrietyp, wobei in GeoPackage pro Datei mehrere Layer enthalten sein können, anders als bei Shapefile. Dieser Converter-Node geht eine GeoJSON-Feature-Collection durch, schaut nach, welche verschiedenen Geometrietypen darin vorkommen und erstellt dann eine GeoPackage-Datei mit je einem Layer pro Geometrietyp und sortiert die Features je nach ihrem Geometrietyp in den dazugehörigen Layer ein. Das wird dann als Datei auf die Festplatte geschrieben. Dazu muss man in diesem Node einen Ausgabepfad auf dem Dateisystem angeben, weil wir diese GeoPackage-Dateien nicht als In-Memory-Objekt zwischen den Nodes weiterreichen. Wir nutzen da die JavaScript-Bindings für GEDAL und meines Wissens kann man damit nur Dateien auf die Festplatte rausschreiben. Wenn GeoPackage-Daten von einem Node an einen anderen weitergegeben werden sollen, dann funktioniert das so, dass der eine Node die GeoPackage-Datei auf die Platte schreibt und in seiner Nachricht an den nächsten Node einfach den Dateipfad weiterreicht und der nächste Node lädt sich die Datei dann anhand dieses übermittelten Pfades wieder von der Platte in den Arbeitsspeicher. Dann haben wir einige Nodes, die eine GeoJSON-Feature-Collection in eine andere konvertieren, beziehungsweise die auf einer GeoJSON-Feature-Collection bestimmte Operationen durchführen. Das ist zum einen ein Node zum Entfernen von Properties. Der ist vor allem dann nützlich, wenn vorne dran ein Download von OpenStreetMap geschaltet ist, wo häufig hunderte von Attributen reinkommen, von denen man vielleicht nur eine kleine Anzahl braucht oder sich eventuell auch nur eine kleine Anzahl von Attributen erlauben kann, weil wir auch schon mit Software zu tun hatten, die nicht mit Hunderten von Attributen in einem Feature klarkommt. Der zweite nützliche GeoJSON-Konvertierungsnode ist ein Merge-Node, der mehrere Feature-Collections zu einer verschmelzen kann. Und dann haben wir auch noch einen, mit dem man die Features einer Feature-Collection nach einer Bounding-Box filtern kann. Last but not least haben wir auch noch einige Nodes für den Datenexport. Der interessanteste davon ist ein Node, der Daten auf GeoServer publiziert. Der größte Teil dieser Funktionalität ist schon in GeoServer integriert. GeoServer hat eine HTTP REST API,
die sehr einfach zu bedienen ist. Da muss man einfach nur per HTTP-Request einen Datensatz im Geo-Package- oder Shapefile-Format hochladen und GeoServer erstellt daraus dann automatisch einen Layer und publiziert den als WMS oder WFS, beziehungsweise beides. Diese Funktionalität, die steuern wir an über einen Node, der eben eine entsprechende HTTP-Request an die GeoServer REST API übermittelt. Der zweite interessante Publikationsnode ist eine Anbindung an CCAN. CCAN ist ein Datenkatalogsystem, das besonders im Open Data Bereich bei der Bereitstellung zum Beispiel von kommunalen Daten recht weit verbreitet ist. Wir haben einen Node, mit dem man sowohl einen Katalogeintrag in CCAN erstellen kann. Ein Katalogeintrag ist ein Metadatensatz, also ein Datensatz, der Metadaten über einen anderen Datensatz enthält. Und dieser andere Datensatz, der ist entweder verlinkt, das heißt, er kann auf einem ganz anderen Server liegen, irgendwo im Web, oder aber dieser Datensatz kann auch direkt von CCAN gehostet sein und auf CCAN hochgeladen werden. Und auch das kann unser Node, das heißt, wir können sowohl reine Metadaten-Katalogeinträge erstellen, als auch Datensätze direkt auf CCAN hochladen und den dazugehörigen Metadateneintrag dann ebenfalls erstellen. Ein sehr typischer Flow, wie wir ihn so oder ähnlich vielfach im Einsatz haben, sieht so aus, wie das hier auf dieser Folie abgebildet ist. Wir haben am Anfang üblicherweise einen Node zur Abfrage von Daten von irgendeinem Webdienst, hier exemplarisch OpenStreetMap. Wir laden die Daten von der Overpass-API in dem Overpass-spezifischen JSON-Format runter. Der nächste Node konvertiert die Daten ins GeoJSON-Format und gibt die erzeugte Feature Collection an einen weiteren Node weiter. Der macht eine Geometrieangleichung. Ich habe jetzt hier einfach mal das Beispiel ÖPNV-Haltestellen genommen. Es ist so, dass in OSM ÖPNV-Haltestellen sowohl als Punkte als auch als Linien und teilweise auch als Polygone, also zum Beispiel die Bahnsteigflächen, hinterlegt sind. Uns interessieren in dem Fall nur die Standorte der Haltestellen als Punktgeometrien. Das heißt, wir konvertieren diese unterschiedlichen Geometrien in Zentroide, also in eine Punkt-Feature-Class, in eine Feature-Class, die nur Punkte enthält. Und im nächsten Schritt diesen Datensatz in eine Geo-Package-Datei. Die Geo-Package-Datei bzw. ihr Dateipfad wird weitergereicht an den GeoServer-Upload-Node. Der greift die Datei von der Platte ab und schickt sie an die GeoServer-REST-API, die daraufhin den Datensatz als WMS-WFS publiziert. Da wir beim Upload den Namen des Layers angeben, wissen wir im Nachhinein die URLs der Get-Capabilities-Dokumente. Und diese Get-Capabilities-URLs werden schließlich an den CCAN-Publishing-Node weitergegeben, oder CCAN, der entsprechende Katalogeinträge mit den Links auf die WMS-WFS-Get-Capabilities-Dokumente erstellt. Das heißt, wir haben einen vollautomatischen Prozess vom Herunterladen von OpenStreetMap bis zur Publizierung auf GeoServer als WMS-WFS-Layer und Erstellung oder Aktualisierung des dazugehörigen CCAN-Katalogeintrags. Und das macht, ich sage jetzt mal, 90% unserer Datenpflegevorgänge aus. Und dass man das eben komplett automatisieren und zeitgesteuert regelmäßig vollautomatisch wiederholen kann, ist eine äußerst nützliche Angelegenheit, die uns sehr, sehr, sehr viel Zeit spart. So, das war mein Vortrag zu unseren Aktivitäten im Bereich Geodatenverarbeitung mit Node-RED. Hier nochmal, wie versprochen, die Links auf GitHub zu unserer TypeScript-Basisklasse und dem dazugehörigen Boilerplate-Code-Generator. Die Extension selbst, also die Nodes, die wir entwickelt haben, sind noch nicht auf GitHub verfügbar. Prinzipiell wollen wir aber auch die als Open Source bereitstellen.
Der Code ist uns nur noch nicht aufgeräumt genug, es gibt noch keine Dokumentation, deswegen zieren wir uns davor noch ein bisschen. Aber ich sag mal, auf Anfrage kann man das jetzt auch schon gerne von uns bekommen. Vielen Dank. Willkommen zurück. Das war ein super spannender Vortrag. Vielen Dank, Sebastian. Ich habe richtig Lust bekommen, mit Node-RED mal zu arbeiten wieder. Ich habe es vor Jahren mal ausprobiert, jetzt auch nicht im Geodatenkontext. Und das, was du gezeigt hast, gerade die, also Overpass-API über Node-RED anzapfen, fand ich richtig, richtig spannend. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe hier gerade Baumfellarbeiten neben mir. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Genau, wir starten dann mal in die Fragen rein. Ich schaue mal, was gestellt wurde. Eine Frage haben wir schon mal. Wie werden für den Metadateneintrag in CCAN die Daten erfasst? Sprich, von wo wird zum Beispiel automatisiert ein beschreibender Text zum Beispiel herangezogen? Also ne, die weitere Anreicherung quasi von den Daten, die dann in CCAN landen. Kannst du dazu was sagen? Ja, also nirgendwo, weil das macht ja keinen Sinn. Also ich meine, den Text, den muss man letzten Endes selber schreiben. Und natürlich könnte man jetzt in dem Node-RED-Node irgendwie so ein Formular einbauen, ein Textfeld, wo man den eintippen kann. Aber das haben wir uns gespart, weil das macht ja keinen Unterschied, ob man den dann da reinschreibt oder nachträglich direkt in CCAN. Also der Node, der erstellt nur den grundlegenden Eintrag in CCAN und alles weitere, wie Lizenzen und sonstige Metadaten, muss man dann händisch nachtragen. Also ich glaube, da führt auch letztlich kein Weg drumherum. Ja, besser ist wahrscheinlich. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ihr kennt jetzt den Drill. Ihr könnt im Fragen-Tab Fragen stellen. Ich schaue mal in den Chat, ob dann was aufgetreten ist. Nicht direkt. Genau, Jochen Topf sagt noch, veröffentlicht den Code doch einfach, ziert euch nicht. Unser aller Code sieht nicht gut aus. Natürlich auch an euch natürlich dann die Bitte oder der Impuls. Natürlich ganz schön. Ich habe noch eine Frage zu ja, dem Fehlerhandling in Node-RED. Wenn jetzt irgendwie ein Service mal nicht antwortet oder wenn CCAN nichts annehmen will, wie geht Node-RED denn damit um? Müsst ihr denn extra Regeln schreiben oder versucht er automatisch es nochmal zu machen? Was ist also das Vorgehen für? Im Moment schmiert es dann einfach ab. Also das ist auch, wie gesagt, auch schon im Hinblick auf die andere Frage, die noch kam, das Ding hat jetzt noch keine so wahnsinnig hohe Qualität. Wir haben das zuallererst mal für unsere eigenen internen Zwecke geschrieben. Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, was solche Qualitätsdinge betrifft. Danke. Wir haben noch ein paar mehr Fragen bekommen. Ich gehe mal von oben nach unten durch. Wie viel Aufwand wäre es denn, den Geo-Server gegen einen anderen Geodatenserver vermutlich auszutauschen? Also da das, also die GeoServer REST API, die ist ja meines Wissens kein OGC-Standard, sondern das ist was GeoServer-Spezifisches. Von daher, also out of the box würde das nicht funktionieren. Und ansonsten hängt der Aufwand natürlich davon ab, wie kompliziert diese API dann jeweils anzusteuern ist. Also beim GeoServer ist es halt ganz einfach. Da muss man wirklich nur sein Geodatenfile hochladen, an einen bestimmten Endpunkt posten und dann passiert der ganze Rest automatisch. Also das ist schwer zu sagen. Das hängt dann von der jeweiligen Software ab, wie die von der Ansteuerung her funktioniert. Danke. So, die Zeit neigt sich schon am Ende zu. Eine Frage suche ich noch mal kurz raus. QGIS hat auch einen visuellen Prozess-Workflow-Manager, also den Modeler, wo man auch so quasi mit Flows arbeiten kann. War das keine Option für euch? Ehrlich gesagt haben wir es uns nicht angeschaut. Also wir nutzen QGIS schon, aber halt nur so als Desktop-GIS und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für Möglichkeiten es gibt, QGIS online auf dem Server zu betreiben, weil für uns war schon wichtig, dass diese Flows auf einem Webserver automatisiert funktionieren und das ist natürlich auch eine super Sache, dass es eben eine Web-Oberfläche gibt, über die man das Ganze konfigurieren kann, ohne dass man da irgendwas lokal installieren muss. Also ich bin bei QGIS nicht auf dem neuesten Stand, was jetzt irgendwelche Web-Oberflächen und servermäßige Funktionalität betrifft. Genau, also es wäre nicht vergleichbar mit Node-RED, ist jetzt schon ein Desktop-GIS, von daher eher nicht anwendbar für euch. Genau, zwei Fragen sind noch da. Du kannst im Chat ja nochmal reingucken, ob du da nochmal mit beantworten Moment. magst. Da passt die Zeit gerade nicht mehr zu. Wir wollen noch eine kurze Pause zum nächsten Vortrag hier einschieben. Nochmal ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, super inspirierender Vortrag. Ich fand es sehr spannend. Das Publikum denke ich auch. Damit gehen wir in eine kurze Pause und danach kommt Markus Metz mit einem Vortrag zu GEDAL. Bis gleich.